Leute und herzlich willkommen, it's time to play FIFA 16. Und zwar, ich bin momentan so ein bisschen im Fußballmodus. So, Entschuldigung, muss mir kurz so räuspern. Es werden auch wieder Battlefield-Videos kommen und ich bin ein bisschen mad, muss ich sagen. Weil ich habe gestern schon, ich hatte euch ja jetzt nach dem Pack-Opening, wollte ich jetzt hier den Online-Draft machen. Den habe ich gestern auch gemacht. Ich habe gestern einmal gespielt. Und hab so intensiv die Münzen gespart und da nehme ich den Scheiß auf, krieg auch richtig dick auf den Sack. Mit 0-6 bin ich da rausgegangen, hab richtig fett verloren, weil ich irgendwie mit dem Controller drin war und ich kann ja mit dem Controller nicht so gut spielen und hast nicht gesehen. Da dachte ich mir, okay, ich war übelst am Ragen, nimmst du das auf oder habe ich auch weiter aufgenommen. Jetzt hat Shadowplay nicht aufgenommen. Gut, kommt vor, machen wir das Ganze nochmal. Und ja, auf jeden Fall wollte ich euch mal Online-Draft bzw. Draft-Einzelspieler gibt es ja auch. Aber die besseren Spiele, die besseren Preise soll es bei Online-Draft geben. Also ich habe gestern, ich wollte beide Sachen mal vergleichen. Ich habe gestern, glaube ich, ein Gold-Set, ein Silber-Set und ein Leih-Set bekommen. Nachdem ich ja mit dem 0-6 rausgeflogen bin. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal Draft etc. pp. Wie gesagt, hier gestern, ich beweise es euch, ich habe richtig fett mit 0-6 auf den Sack bekommen. Ich muss aber auch dazu sagen, weil ich nehme ab und zu den Controller, und um im Menü so ein bisschen rumzuhantieren. Das ist für mich ein bisschen einfacher als mit Tastatur, hatte aber dann völlig vercheckt, dass ich dann halt eben auch auf Controller spielen muss. Ja, ich weiß, ich muss das mal lernen oder sollte es mal lernen, aber ich fühle mich auf Tastatur einfach wohler. Und ja, ich würde sagen, wir machen das Ganze jetzt nochmal und ich hau die 15.000 schön ersparten Münzen raus. Das Ziel von Online-Draft ist folgendes. Man kann sich hier eine Aufstellung aussuchen, die man später nicht mehr ändern kann. Und Draft ist halt eben, wir kriegen halt eben 5 Spieler immer zugelost pro Position und können halt eben dann gucken, wen wir da wählen. So, jetzt weiß ich gar nicht. Zurückgezogen. Das ist natürlich mega offensiv, ne? Ich glaube, die hatte ich sogar gestern auch gewählt. Jetzt weiß ich gar nicht. LFZMs. Eine Fünferkette finde ich ein bisschen heftig. Also, ich weiß ja nicht. Ich glaube, flach. Das sagt mir irgendwie sehr zu. Ist zwar nur eine Dreierkette, vielleicht haben wir auch deswegen so auf den Sack bekommen gestern. Ich weiß es gar nicht. Obwohl, Viererkette sollte eigentlich solide drin sein. Ich bin gerade etwas am Zweifel, muss ich ehrlich zugeben. Ich würde sagen, nehmen wir mal eine typische 4-2-2. Ja, komm. So, wie gesagt, wir können es nicht mehr ändern. Jetzt müssen wir unseren Kapitän wählen. Und mein Kapitän, ja, wen wähle ich denn jetzt? Toll. Ibrahimovic ist natürlich schon eine geile Saison, ne? Muss ich ja sagen. Weil man kann das Ganze jetzt halt eben auf unterschiedliche Art und Weise machen. Entweder wir gehen jetzt halt eben wirklich nur auf Power und halt eben wirklich auf die höchsten Level, sprich die höchsten Karten hier wie Ibrahimovic. Oder wir gehen halt eben auch ein bisschen auf Teamchemie. Und ich habe das gestern versucht, ein bisschen so auf Teamchemie rumzubasteln. Wähle deinen Captain. Ja komm, Ibrahimovic muss eigentlich da rein, ne? Also Luis Gustavo fällt für mich ganz klar raus. Kasper auch. Sturridge ist auch ein geiler Stürmer. Den habe ich selber. Ich nehme mal Ibrahimovic, komm. Ibra Calabra. So, und jetzt kriegen wir halt eben, wie gesagt, pro Dingens hier immer schön fett Sachen zugelost. Jetzt geht's weiter mit dem nächsten Sturmpartner. Aubameyang. Rooney. Geil. Alter. Ist natürlich auch fett. Vielleicht nehmen wir ein bisschen Premier League mit rein. Mal sehen. So, und da bin ich wieder. Fieber hat ein bisschen rumgespackt. Jetzt weiß ich gar nicht, wen ich nehmen soll. Agüero, Rooney. Ich denke, ich gehe auf ein englisches Team, um mal zu sehen. Also wer darf denn neben Ibrahimovic stürmen? Aubameyang, der ist natürlich auch verflucht schnell, ne? Aber BVB weiß ich nicht. Ich glaube, ich nehme mal Agüero. Und ja. Wie gesagt, das Ziel des Ganzen ist halt eben folgendes. Wir kriegen jetzt immer wieder 5 Leute zugelost und können halt eben dann auswählen, wen wir nehmen wollen. Hier nehme ich mal Firmino, einfach weil das englische Liga ist. Und die Teamchemie sollte natürlich ein bisschen passen. Also viele Leute sagen, mit Teamchemie sei das Ganze nicht so wichtig. Ich finde, ich bin da noch nicht so ganz durchgestiegen. Ich denke schon, dass es irgendwo Sinn macht.
da die richtigen Leute zu nehmen. Zentrale Mittelfeldspieler. Da haben wir jetzt ein bisschen Pech gehabt. Alles nur spanische Liga. Hutchinson. Kann ich gerade nicht. Vielleicht nehmen wir da einen mit relativ großer Defensive. Ja. Nehmen wir den jungen Kerl doch einfach mal. Man kann später die Position noch ein bisschen anpassen. Ramirez haben wir hier. Das ist auf jeden Fall... Ja, da entscheide ich mich auf jeden Fall für Ramirez. So. Linker Verteidiger. Alaba, komm. Alaba will nicht. Der mag nicht. Contrao. Nee. Ich glaube... Da nehme ich auch den guten Mann hier. Wie, also ich gehe schon ein bisschen auf Teamchemie, jetzt weil eben nur das Beste auszuwählen ist, glaube ich, ein bisschen langweilig. Man kann später natürlich dann auch auf den Positionen, man kann natürlich tauschen. Wir kriegen jetzt nicht, also das ist jetzt nicht festgelegt von den Spielern her. Wen nehmen wir hier? Shawcross habe ich in meiner eigenen Mannschaft, in meiner FIFA Ultimate Team Mannschaft. Und ich glaube, bei dem bleibe ich auch, weil der gefällt mir sehr gut. So. Gut, das ist natürlich jetzt ein bisschen Gülüm. Keine Ahnung, wer das ist. Guckt auf jeden Fall sehr böse, der junge Mann. Sapic kennen wir natürlich. Distin, keine Ahnung, kenne ich nicht. Macht mir aber einen guten Eindruck. So, und die Rechtsverteidigerposition besetzen wir mit... Aurier, nee. Juan Fran. Ja, der gefällt mir da. Ja, der ist relativ fix, ne? Way ist auch fix. Alle irgendwie fix, ne? Alles fix. Oh, Alter, der hat einen Pace von 92, meine Fresse. Jetzt bin ich überfordert, Leute. Aber ich glaube, ich nehme dann doch mal Aurier. Und vielleicht kriegen wir einen neuer. Komm! Alter, was für Lutscher-Torhüter! Weidenfeller. Ach Gottchen. Ja, da bleibt sie ja nur auf Weidenfeller. Aber egal, es geht jetzt weiter. Wir können jetzt hier die ganzen Bänke auch noch schnell belegen. Also, ne, Ersatzbank und sowieso Bank. Ah, da kriegen wir doch hier. Bravo, Trapp. Da kommen die guten Viecher. Jetzt haben wir natürlich keinen englischen Torwart. Das gefällt mir jetzt irgendwie gar nicht. Wie nehme ich denn da jetzt? Reflexe, 86. Trapp hat 7. Krass, okay. Ich glaube, dann, glaube ich, werde ich sogar... Ja, ja, ich glaube schon Trapp. So, hoffentlich kriegen wir hier noch ein paar englische... Debuschi. Gut, das gefällt mir sehr gut für die Seite. Finde ich nice. So, wir sind auch gleich fertig, Jungs. Und Mädels. So. Wir kriegen... Ey, das ist Wahnsinn. Also gestern habe ich halt eben versucht, da hatte ich Ronaldo, glaube ich, als Team-Captain. Da haben wir aber dann kaum spanische Spieler, beziehungsweise Leute kaum aus der spanischen Liga bekommen. Auswahl. Wen brauchen wir? Was brauchen wir dann noch? Auf jeden Fall brauchen wir noch ein paar Innenverteidiger. Die sind aber alle... Oh, ist keine Engländer hier. Da Silva. Ich weiß nicht, ob der in England spielt. Keine Ahnung, was das da oben für ein Logo ist. Aber... wir nehmen mal das Silva. Mal gucken. Oh, Nasri. Geil. Jetzt kommen hier die fetten Sanchez. Gut, das ist natürlich jetzt alles Leute, die natürlich jetzt nicht unbedingt... Sterling, cool. Sterling ist nice, aber da haben wir natürlich eine krasse Überbesetzung mit Firmino und Garzola. Müller, alter Schwede. Jetzt ist wieder viel zu viel Auswahl, Leute. Wie nehme ich ihn da jetzt? Alter Schwede. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Sanchez ist natürlich verflucht schnell, Sterling aber auch. Hat aber den besseren Schuss. Ich glaube, ich nehme mal Sanchez. Ja. Gucken, ob sich das später rächen wird oder nicht. Oh, Vidal. Das ist natürlich auch schick, aber es ist natürlich alles... ich brauche Engländer. Oder Leute, die in England spielen. Trotzdem nehme ich Vidal, was soll's. Scheißen halt eben auf die Teamchemie. Neymar, ich werd bekloppt. Van Persie, das ist so krass, dass der also einen 84er Wert immer noch hat. Das finde ich so übel. Und auch mit einem 86er Schuss, das ist richtig heftig. Aber es ist alles kein... Naja,
Jetzt ist die Frage, ne? Jetzt ist die Teamchemie ja sowieso schon eigentlich im Arsch. Ob wir da jetzt... Aber wir brauchen auch Stürmer, also wir brauchen einen Ersatzstürmer. Gut, Neymar kannst du natürlich überbringen. Das ist eigentlich, ja, komm. Was soll's? Immer rein. Ja, siehst du, das kriegen wir eh keine Engländer mehr hier. Das kann man ja total hacken. Das kommt, das ist hier. Wir brauchen, glaube ich, noch... Nee, ich glaube, Air Force haben wir jetzt. Genau, Air Force haben wir zwei. Innenverteidiger. Innenverteidiger bräuchten wir eventuell auch nochmal. Ein paar zentrale Offensiv-Mittelfeldspieler. Zoms. Maher. Der guckt aber auch böse, der Junge. Ich habe keine Ahnung. Nehmen wir einfach mal... Komm, nehmen wir... Nee, Maher. Ja, der guckt so böse. Gefällt mir. Depay! Mal wenigstens was aus der englischen Premier League. Van Persie hatten wir schon. Pedro. LF. Alles auf der LF-Position. Ich brauch, Roy ist natürlich auch schick, ne? Aber ich glaube, ich nehme Herrn Depay mal mit. So, weiter geht's. Gib mir ein paar starke Engländer. Komm, Sinclair. Der spielt zumindest in England. Jetzt wollen wir es auch nicht spannender machen, als es ist. Benatia, Sturridge. Benafra. Vertonghen. Oh gut, das ist gut. Wir brauchen nämlich noch ein paar gute Innenverteidiger. Lavezzi. Baba. Kenne ich nicht. Sagt mir jetzt so nichts. Aber ich glaube, wir brauchen auch noch Linksverteidiger-Ersatz. Nehmen wir den auch noch mal mit. Und den letzten. Und haben es auch endlich geschafft. Dum, 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 dum. Ja. Diekmeier, ja, genau. Akinfeyev. Haben wir noch einen zweiten Torhüter, ja, ne? Trapp und Weidenfeller. Weidenfeller. Ich nehme Fred. Ne, Alter. Fred, der ist ja. Der hat richtig gelitten bei der WM. Ich weiß nicht, was uns noch so über... Ist eigentlich, komm. Nehmen wir noch den hier als Stürmer mit, dann stelle ich das Team gleich mal zusammen, beziehungsweise mache jetzt hier einen kurzen Cut. Und dann sehen wir uns mit dem fertigen Team. Und ich weiß nicht, ob ich daraus jetzt zwei Folgen mache oder eine. Ansonsten, wenn es zwei Folgen werden, wünsche ich euch noch viel Spaß. Dann werden wir in der nächsten Folge das Match sehen mit der FIFA Draft Team Runde hier, ne? Macht's gut, bis dann, ciao.